Ja, willkommen zurück. Heute fahren wir den zweiten Teil von meinem Szenario Railjet 596 nach Klagenfurt. Den ersten Teil gibt es ja mittlerweile auf railworksaustria.at. Der zweite Teil ist hier gerade in der finalen Phase. Er ist eigentlich schon fast fertig, es fehlt nur mehr etwas Abstellmaterial, aber soweit eigentlich fertig. Ich dachte mal, ich zeige euch mal den Fortschritt hier und die finale Phase hier mit den ganzen Fern- und Nahverkehrszügen auf dieser Strecke hier zwischen St. Pölten und Linz hier von RSSLO mit dem Update und DobiDasTF aus dem Rail-Simforum. So, wir befinden uns hier gerade am St. Pöltener Hauptbahnhof, wo wir im ersten Teil von Wien Hauptbahnhof nach St. Pölten gefahren sind. Und jetzt geht es im zweiten Teil weiter nach Linz. Willkommen zurück. Im zweiten Teil fährst du deinen Railjet von St. Pölten nach Linz Hauptbahnhof. Deine nächsten Aufenthalte sind Amstetten und St. Valentin. Abfahrt hier um 9:30 Uhr. Deswegen würde ich mal sagen, wir schließen mal das Fenster hier. Wir geben uns in unsere 1116. Lassen die Fahrgäste zusteigen. Haben hier auch schon Ausfahrt. Und dann geht es auch schon weiter Richtung Klagenfurt. Wie schaut's aus? Wir fahren jetzt einmal bis 80. Ja, wir fahren jetzt mal mit 80 raus. Ah ja, bei der Einfahrt ohne Zugbeeinflussung waren. Und der St. Pölter Frachtenbahnhof. Nächster Halt, next stop, Amstetten. Und dann machen wir uns einmal auf nach Amstetten. Bevor wir jetzt gleich in die LZB aufgenommen werden.
haben wir noch ein paar Meter vor uns. Und dann werden wir auch hier in die LCB aufgenommen. Das ist soeben passiert hier. Jetzt könnten wir uns eigentlich bis nach Linz zurücklehnen und die Fahrt genießen hier. Aber nichtsdestotrotz ist hier auch noch die SIFA mit am Start, die uns ja alle 30 Sekunden daran erinnert, wach zu bleiben. Hier um 9.33 Uhr zwischen St. Pölten und Prinzersdorf. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen auch die in St. Pölten zugestiegenen Fahrgäste im Railjet 596 Gasteinertal auf der Fahrt nach Klagenfurt Hauptbahnhof. Mit unseren nächsten Aufenthalten in Amstetten, St. Valentin, Linz, Wels, Attenbuchheim, Höcklerbruck, Neumarkt am Wallersee, Salzburg Hauptbahnhof, Holling-Abdenau, Bischofshofen, St. Johann in Bongau, Schwarzach St. Veit, Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein, Malnitz Oberfellach, Spital Milstättersee, Villach Hauptbahnhof, Felden am Wörthersee, Wörtschach am Wörthersee und unseren Zugendbahnhof, den wir voraussichtlich um 15.13 Uhr erreichen, Klagenfurt Hauptbahnhof. Die erste Klasse Business sowie das Bord Bistro finden Sie im hinteren Zugteil. Für weitere Informationen und Fragen oder Anliegen stehen wir gerne zur Verfügung. Unser nächster Halt Amstetten. Mittlerweile haben wir auch hier Prinzersdorf passiert. Unser nächster Bahnhof, wo wir durchfahren, ist hier Markersdorf an der Bilach. Den sehen wir nun. Markersdorf an der Bilach. Nächster Durchfahrtsbahnhof, oder den wir etwas sehen werden, ist dann der Bahnhof von Groß-Sierning. Danach werden wir über die Schnellfahrstrecke bis nach Böchlern umgeleitet oder offiziell umgeleitet, da wir ja nicht über Melk fahren. Losdorf und Melk lassen wir aus. Ansonsten wäre jetzt hier die Abzweigung Richtung Melk. Jetzt würden wir rechts über die Weiche Richtung Melk fahren. Aber wir fahren hier Richtung Salzburg über die Schnellfahrstrecke hier. Wobei an Losdorf auf der linken Seite. Also sprich, wir fahren dort durch, wo die Autobahnabfahrt Losdorf wäre, beim ehemaligen Hofer Zentrallager. Oder war so eben das Umspannwerk vom Knotenrohr. Zu Recht das Hofer Zentrallager oder das ehemalige Hofer Zentrallager da oben. Ich kann es ja euch verraten. Da oben ist ein McDonald's, wen es interessiert. Und die Autobahnabfahrt Losdorf.
Ja, wenn ich hier immer unterwegs bin, entspanne ich mich gerne während dieser Fahrt. Genieße das kostenfreie WLAN im Zug, das Onboard-Portal der ÖBB, wo es immer wieder interessante Sachen zum Mitlesen gibt. Hier die Schnellfahrstrecke hat halt einige an Tunnels. Ein Nightjet. So, am Stetten voraussichtliche Ankunft in circa 12 Minuten. Können wir mal das Fernlicht aktivieren. Natürlich hier mit dem Sound-Update klingt das alles viel, viel ehrlicher auch. Gibt es kostenlos den Link dazu in der Videobeschreibung. So, jetzt hier rechts eigentlich das Stift Melk. Und hier wird es jetzt Richtung Melk gehen auf der linken Seite. Das heißt, wir werden dann auch in Kürze hier Wettland passieren. Auf Gleis 3 werden wir halt mit den 200 km/h durchrasen. Das alles mal von der Außenansicht vielleicht für euch. Auch mal unseren Zug von außen gesehen bei 200 km/h. Links haben wir so Baggerseen, so Schotterseen. Und in Kürze passieren wir mit dem Bahnhof von Böchlern. Ja, man merkt, wenn man an größere Bahnhöfe kommt, dass es auch immer etwas dunkeliger wird. Und Bahnhof von Böchlern. Und das heißt, nicht mehr weit bis nach Amstetten. Wir haben noch circa 10 Minuten vor uns. Bis wir dann Amstetten erreichen.
Hier links auch eine gute Spottingstelle, wo ich auch schon öfters mal war. Mit diesem Update vom Dobi.sdf, was ihr auch in der Videobeschreibung findet, werden die Gleise getauscht, die besten Fahrbahnen unter anderem, wenn ihr das mögt, und sämtliche Vegetation, die auf der Strecke bis nach Linz. Rechts die Donau. Wir bastieren dann auch in Kürze schon Weidhofer Labs. Da links spiele ich auch öfters einmal. Auch sehr schön dort zu spotten. Und vorne der Bahnhof Weidhofer Lips. Na, Ips an der Donau natürlich, Leute. Ich korrigiere, Ips an der Donau. Da stand es einiger Zeit lang der Test Nightjet 2. Gibt es auch von mir ein Video dafür dazu. Noch 15 Kilometer bis nach Amstetten. Was man sagen muss, die Lärmschutzwände sind jetzt nicht einmal so schlecht hier auf der Strecke. Wir nähern uns am Städten.
Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten Aufenthalt Amstetten. In Amstetten haben Sie Umsteigemöglichkeit vom Regionalzug 58 nach Weidhofen-Neibs, Planabfahrt 10.05 Uhr, von Gleis 4 DBSG, vom Regionalzug 53 nach St. Valentin, Planabfahrt 10.08 Uhr, von Gleis 11, sowie zum CityJet Express 5 nach Wien-Westbahnhof, Planabfahrt 10.10 Uhr, von Gleis 5 EBSF. Für weitere Anschlüsse und Informationen beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Das Zugteam wünscht noch einen angenehmen Tag und sagt auf Wiedersehen. Und dann erreichen wir in Kürze Amstetten. So, das Dokerwerk. Die gelben Dokerplatten. Schalungstechnik. Wer die Firma noch nicht kennt. Die gelben Platten, glaube ich, kennt jeder. Die Dokerplatten werden hier links produziert. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen Amstetten. In Amstetten befindet sich der Ausstieg auf der linken Seite. Ladies and Gentlemen, next stop Amstetten. The exit is on the left inside. Aber perfekt vom Zeitplan her. Amstetten. Hier in Amstetten haben wir Aufenthalt bis 10 Uhr. Das sind so knapp 8 Minuten noch, 7 Minuten 30, um genau zu sein. Haben wir ein bisschen Zeit, uns hier ein bisschen in Amstetten umzuschauen. Hier warten die Anschlusszüge.
nach Weidhofer Nebs und nach Wien Westbahnhof. Ja, hier, ja, der Busparkplatz. Aber ich glaube, wir bleiben in der Lok drin und lassen uns ein bisschen Zeit. Wir haben noch Zeit, 4 Minuten und 15 Sekunden. Entweder man geht kurz ins Bordbistro, holt sich einen Kaffee für die weitere Fahrt nach. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt und achten Sie auf Ihre persönlichen Gegenstände. Bei Unregelmäßigkeiten wenden Sie sich bitte an unser Zugpersonal. May we have your attention, please? Do not leave your luggage unattended and guard your personal belongings. Should you notice any irregularities, please contact our train attendants. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt und achten Sie auf Ihre persönlichen Gegenstände. Bei Unregelmäßigkeiten wenden Sie sich bitte an unser Zugpersonal. May we have your attention, please? Do not leave your luggage unattended and guard your personal belongings. Should you notice any irregularities, please contact our train attendants. Personal. May we have your attention, please? Noch immer Halt auf unserer Strecke Richtung Salzburg. So, die Abfahrt erfolgt in 3 Minuten und 30 Sekunden. Dann geht es hier weiter Richtung nach Linz. Im zweiten Teil unseres Railjet-Szenarios Railjet 596 nach Klagenfurt. Über die Westbahnstrecke und die Dauernbahn. Oh, wir haben frei. LZB ist wieder umgesprungen auf 160. So, 2 Minuten. In 2 Minuten erfolgt die Abfahrt unseres Zuges nach oder weiter nach Linz. Ich hätte jetzt diesen Teil auch rausschneiden können, aber ich lasse ihn absichtlich drin, damit ihr auch seht, dass man als Lokführer oder Triebfahrzeugführer nicht immer nur fahren kann, als auch immer auch wieder warten kann. Ich weiß nicht, aber man könnte wahrscheinlich das auch rausgehen von der Lok. Ein bisschen die Beine sich vertreten, die 7 Minuten Aufenthalt hier in Amstetten. So.
So, in einer halben Minute geht es weiter. So, pünktlich um 10 Uhr geht es hier weiter. Willkommen im ÖBB Railjet. Unser Team im Restaurant erwartet Sie mit köstlichen Erfrischungen und betreut Sie gerne auch am Platz. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise mit den ÖBB. Welcome on board of ÖBB Railjet. Our team in the restaurant is awaiting you with delicious refreshments and is also happy to serve you at your seat. Wish you a pleasant journey with ÖBB. Nächster Halt, next stop, St. Valentin. Wir begrüßen auch die in Amstetten zugestiegenen Fahrgäste im Railjet 596 auf unserer Fahrt nach Klagenfurt. Über Salzburg, Schwarzach-St. Veit und Villach Hauptbahnhof. Unsere nächsten Aufenthalte bis Salzburg Hauptbahnhof sind St. Valentin, Linz, Wels, Adnang-Buchheim, Böcklerbruck und Neumarkt am Wallersee. Wir wünschen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt um 10.15 Uhr, St. Valentin. Wirklich schönes Sound-Update hier. Gibt es mittlerweile auch ein Sound-Update für den Railjet an sich, inklusive Steuerwagen-Update, also Sound-Steuerwagen-Update. Fahrphysik-Update ist ja eigentlich nicht nötig. Der hat sich ja wie von selbst das Ding eigentlich jetzt in der LZB. Wäre da nicht die brave SIFA? In 7, 8, 9, 12 Minuten erreichen wir dann circa St. Valentin. Das sind so knappe 30 Kilometer. Eigentlich können wir das abschalten. Außer wir fahren wieder durchs Tunnel. Aber ich glaube, so viele gibt es jetzt nicht zwischen St. Valentin und Amstetten.
Servus. Die Westbahn nach Wien, Westbahnhof. Ob das links nicht dieses Schärdinger Werk ist? Und dieses Schärdinger Käsewerk ist ja auch irgendwo hier auf der Strecke. Ob das nicht das hier war? Hier gemütlich mit 200 km/h Richtung Linz. Und wir haben noch 24 Kilometer vor uns bis nach St. Valentin. Ja, und man weiß ja mittlerweile auch, dass hier ein Signalupdate in Planung ist. Also wir können uns dann auch wieder tolle Signaltechnik hier auf der Strecke freuen. St. Valentin noch 15 Kilometer. Aber Geschwindigkeitsprüfeinrichtungen sind auch ordentlich vorhanden. Meine Freunde, meine drei Freunde hier im Gleisbereich. Im Gleisbett liegen sie so gemütlich. Man kennt sie. Namentlich will ich sie jetzt nicht erwähnen. Was beiseite, der nächste Aufenthalt St. Valentin in 13 Kilometern. Und 5 Minuten. 13 Kilometer in 5 Minuten, also wenn ich das persönlich auch so schnell gehen würde, bräuchte ich gleich nicht mehr Zug fahren.
aber für was gibt es den Zug? Ne? Gemütliche An- und Abreise. Klimafreundlich und klimaneutral hier unterwegs im Railjet. Unter dem Motto heute für morgen für uns geht es nach Klagenfurt und das umweltfreundlich. Eine Geschwindigkeitseinschränkung von 100 km/h zeigt uns die LCB an. Aber das dauert noch 8 Kilometer circa. Also ein Tunnel hier auf der Westbahnstrecke kann auch schon mal lang sein. Wobei ich glaube, der längste Tunnel ist noch immer der Wienerwaldtunnel zwischen Hütteldorf bzw. zwischen Meidling, der Leinzertunnel und dann abzweigend in den Wienerwaldtunnel Richtung Thunderfeld, wo ja circa von Meidling bis nach Thunderfeld so circa ja, 12-13 Minuten unterirdisch verläuft. Ist mit Tempo 160 circa. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze unseren nächsten Aufenthalt St. Valentin. In St. Valentin haben Sie Anschluss zur S1 nach Kleinreifling, Planabfahrt 1029 von Gleis 5 C bis F. Vom Regionalzug 53 nach Amstetten, Planabfahrt 1023 von Gleis 4 C bis F. Und zu S1 nach Linz, Planabfahrt 1041 von Gleis 5 C bis F. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und die weiteren Informationen am Bahnsteig. Das Zugteam verabschiedet sich bei allen Fahrgästen, die in St. Valentin aus- oder umsteigen und wünscht einen angenehmen Tag und sagt auf Wiedersehen.
St. Valentin Ausstieg in Fahrtrichtung rechts, ladies and gentlemen. St. Valentin Exit is on the right inside. St. Valentin. Nächster Halt, next stop, Linz Hauptbahnhof. Wir begrüßen auch die in St. Valentin zugestiegenen Fahrgäste im Railjet 596 auf unserer Fahrt nach Klagenfurt Hauptbahnhof. Mit unseren nächsten Aufenthalten in Linz, Wels, Adnang Buchheim, Höcklerbruck, Neumarkt am Wallersee, Salzburg Hauptbahnhof, Golling-Abtenau, Bischofshofen, St. Johann im Bongau, Schwarzach St. Veit, Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein, Malnitz Oberfellach, Spital Milchstättersee, Villach Hauptbahnhof, Welten am Wörthersee, Wörthach am Wörthersee und unseren Zugendbahnhof Klagenfurt Hauptbahnhof. Im hinteren Zugteil befindet sich die Business Class sowie die Erste Klasse und unser Bordbistro, wo Sie gerne erwartet werden. Für weitere Informationen steht Ihnen das Zugpersonal gerne zur Verfügung. Unser nächster Halt Linz Hauptbahnhof. Vollspeed 230 km/h können wir jetzt ausfahren und das sind dann noch circa 9 km bis nach, also 9 Minuten und 20 Kilometer nach Linz, wo wir um 10.28 Uhr pünktlich in Linz Hauptbahnhof ankommen werden. Es geht bergab, wir sehen's. Also noch geht's bergauf, aber gleich geht's bergab. Zum LZB 200 km/h.
Eins vorweg, in Linz ist nicht allzu viel, oder ich glaube noch nichts platziert an Güterwagen. Einerseits liegt es daran, dass es eigentlich extrem viele Stellflächen in Linz gibt für Güterverkehr. Aber ich noch schauen muss, was ich da hinstelle, was halt nicht allzu viel SBS frisst. Dass wir nicht im Ruckeltempo einfahren in Linz. Das will ja auch keiner. Voraussichtlich 7 Minuten bis zu unserer Ankunft in Linz. Sehr bergab geht, können wir uns rollen lassen. Und 2,1 Kilometer sind dann nur mit 200 km/h erlaubt. Natürlich weiterhin in der LZB. Vorne erreichen wir dann die 160er Stelle. Und wir sehen, wir kommen nach Linz näher. Wir haben noch 8 Kilometer vor uns. Also bis das einmal und wie schon gesagt, diese RSSLO-Signale.
weil die Strecke bis nach Linz ist frei. Aber halt diese RSSLO-Signale sind halt leider immer wieder fehlanfällig. Man merkt es auch, wir kommen nach Linz. Ich freue mich jetzt einfach mal, weil das Problem ja nicht an der Fahrdienstleitung lag, sondern an den RSSLO-Signalen wieder mal. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Linz Hauptbahnhof. In Linz haben sie Anschluss zur S3 nach St. Georgen an der Gusen, Planabfahrt 10.35 Uhr von Gleis 2AB. Zur S4 nach Kirchdorf an der Krems, Planabfahrt 10.36 Uhr von Gleis 2C bis D. Zur S5 nach Beuerbach. Planabfahrt 10.48 Uhr von Gleis 21 A bis B und zum Regionalexpress 5968 nach Simbach am Inn. Planabfahrt 10.50 Uhr von Gleis 3 E bis D. Wir verabschieden uns bei allen Fahrgästen, die in Linz außer Lohm steigen, und wünschen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Es wäre so schön gewesen, wenn nicht diese RSSLO-Signale immer im Weg wären. Dann 1,4 Kilometer noch bis Linz.
Dann erreichen wir Bahnsteig 6. Und da vorne sehen wir den Bahnhof Linz Hauptbahnhof. Heute leider etwas verspätet wieder. Linz Hauptbahnhof aussteigen, Fahrt Richtung rechts. Linz Main Station Exit is on the right inside. So, von Linz, von St. Pölten Hauptbahnhof nach Linz Hauptbahnhof sind wir hier heute gefahren. Bewältigt in einer Stunde. Mit dem Railjet Express braucht ihr gleich 45 Minuten. Ich bin jetzt viel zu weit vorne stehen geblieben. Linz Hauptbahnhof. Eigentlich bleibt mir ja hier stehen, ne? Dass halt hier dieser Bereich hier ausgefüllt ist mit dem Zug, und hinten ist eigentlich der zweite Railjet-Teil. Also entschuldigt mich an dieser Stelle für dieses, ja, Fahrverhalten. Weiter geht es in Teil 3 dann auf Linz bis Salzburg. Ja. Das werden wir auch mal machen. Auch einmal fahren, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Szenario wird in den nächsten Tagen online gehen. Und dann könnt ihr es auch fahren. Also einfach mal in den nächsten Tagen in der Videobeschreibung nachschauen. Oder wenn ihr mir schon auf Discord folgt, findet ihr das Szenario dann in der Szenario Abteilung auf meinem Discord-Server. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Samstag in Niederösterreich, in Wien und im Burgenland, das letzte Ferienwochenende, bevor es wieder in die Schule geht. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss, bis zum nächsten Mal.